Mein Spiegelbild gefangen in der Dunkelheit meines Cafés. Der Regen verwandelt die Lichter der Stadt in ein Mosaik an den Fenstern. Die Zeitung listet auf, was auf der Welt falsch läuft. Die Liste wird täglich länger. Der Unterschied zwischen Morgen und Abend, Kaffee und Essay. Das ist alles. Der Wecker läutet um 5. Es ist, als wäre ich eben erst eingeschlafen. Es ist dunkel. Ich sitze auf meinem Bett. Ich stehe auf, dusche. Der Fahrer wartet unten, bringt mich ins älteste Haus. Ein alter Mann starrt mich im Autofenster an. Es regnet. Es ist dunkel. Nachts bringt er mich hierher zurück. Es ist kein Zuhause, nur ein Raum, in dem ich schlafe und danach so müde aufwache, wie ich vorher war. Immer dasselbe. Leute, es ist soweit. Control, das Fundament, das erste DLC. Es startet jetzt. Okay, hier sind wir im Büro des Direktors bzw. der Direktorin, denn wir, alias Jesse Faden, sind jetzt offiziell die Direktorin. Wir haben das Zischen besiegt. Ja, der Rat hat uns dazu erwählt oder auserkoren, den Nachfolgeposten von Direktor Trench anzutreten. An alle Mitarbeiter der Geschäftsleitung. Ich weiß, dass es Bedenken gibt, weil unser Betrieb das Jahresbudget übersteigt. Solange wir innerhalb des ältesten Hauses operieren, sind wir in vielerlei Hinsicht vor Kontrolle geschützt. Wenn unsere Budgetforderungen nicht auffällig übertrieben sind, werden sie ohne Nachfrage vom Finanzministerium genehmigt werden. Das FBC ist nur eine weitere Spalte in einer Tabellenkalkulation, die einem kleinen Buchhalter nicht einmal auffällt. Seine Augen werden drüber gleiten, als wären wir gar nicht hier. Das Naturell des ältesten Hauses ermöglicht uns gewisse Handlungsfreiheiten. Dass wir hier sind, ist kein Zufall. Gruß, Zachariah Trench, Direktor des Federal Bureau of Control. Diaprojektor, ODM-15-UE, Isolationsprozedere. Beschreibung, Parautilität. Das Objekt ist ein mit einem vertikalen Magazin. Das Objekt erzeugt weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 2.6.1. Der einzige einer erfolgreichen Reproduktion des Effekts führte dazu, dass gefasst wurde. Weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 2.6.3. Objekt wurde nicht erfolgreich gebunden. Die Parautilität dieses Objekts erfordert keine Bindung. Hintergrund. Entdeckt, als die Behörde auf reagierte. Weitere Informationen in Ordinary AWE-Akte
Viele der Begleitenden waren Details in Akten über P6, P7. Die Gesamtheit der wurden für eine Untersuchung in die Behörde gebracht, um weitere oder andere gewandelte Materialien zu finden. So, und damit haben wir jetzt auch die Information über den Dia-Projektor. Die Verurteilten. Das ist der Name des Films, an den ich dachte. Nicht wichtig, aber das ist er. Ich glaube, an den Film hat sie irgendwann in der Hauptstory-Mission mal gedacht. Nett, dass jetzt der Gedanke wieder zurückkam. Ich mag solche Gags. Richtig toll. Naja, und bevor wir jetzt losstarten mit dem DLC, sprich mit der neuen Mission, die ich auch noch nicht kenne und ich bin echt heiß, sollten wir uns erstmal umziehen. Ich meine, jetzt wo wir den Direktorposten definitiv innehaben für das Federal Bureau of Control, sollten wir uns auch den goldenen Anzug gönnen, würde ich sagen. Ja, das steht uns doch wunderprächtig. Gesichtet. Könnten dort Überlebende versteckt sein? Möglich. Ich erinnere mich an einen Bericht über einen ähnlichen Vorfall 84. Jesse, schön dich zu sehen. Wir halten Dylan in der Isolationszelle fest, wie du angeordnet hast. Mein medizinisches Personal führt gerade Tests durch und ich kann dir später die Details erläutern. Abgesehen davon, wie geht's weiter? Da der Dia-Projektor ausgeschaltet ist, kann kein Zischen mehr eindringen. Aber wir müssen mit denen fertig werden, die hier sind. Die Quarantäne kann erst aufgehoben werden, wenn sie komplett vernichtet wurde. Wenn das Zischen ausbricht, wäre alles verloren. Alle auszulöschen wird eine Weile dauern. Ich tue, was ich kann, aber meine Forschungen gehen langsamer voran, als ich es gerne hätte. Ich glaube, da kann ich helfen. Ich mache dich mit sofortiger Wirkung zur Forschungsleiterin. Verwende alles, was die Behörde zu bieten hat. Jede Ressource, jedes vertrauliche Datenfitzelchen, um einen Weg zu finden, das Zischen endgültig auszusperren. Das ist im Ernst? Ich meine, ja. Ja, ich kann sicher, ja, ich nehme an. Du machst das schon. Außerdem gibt es keine anderen Alternativen. Es ist mir eine Ehre, Jesse. Wirklich. Danke. Analyse der Zischerbedrohung, Teil 5. Vertraulich. Zusammenfassung. Ein Befall des Zischens manifestiert sich in vielen Formen. Einige Wirte bleiben größtenteils unverändert, während andere kaum noch als menschlich erkennbar sind. Was bestimmt das Niveau der Veränderung? Ist es die Dauer des Befalls? Es könnte einfach ein Evolutionsprozess sein. Und jedes Wesen steht für eine Wachstumsphase in einer nicht entdeckten Entwicklung, die wohin führt. Darüber hinaus besitzen Zischerwesen verschiedene paranatürliche Fähigkeiten. Wie haben sie das erreicht? Erhalten sie die Fähigkeiten durch befallene Objekte der Macht? Haben sie einen hochtalentierten Parautilitarier befallen und ihren Zugang zu paranatürlichen Fähigkeiten über ein Netzwerk von Wirten verteilt, die vom Zischen befallen sind? Als Wissenschaftlerin erdrückt mich die schiere Anzahl der Fragen. Es ist schwer festzustellen, wo wir anfangen sollen. Was ist die dringendste Frage? Wie töten wir sie? Das scheint ein guter Anfang zu sein. Tja, während dieses Gesprächs wurde doch alles nochmal ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen. Nicht? Ja. Wunderbar, dann sparen wir uns das kleine Recap und starten dann mal los. Okay, das Fundament. Die Seite ist noch leer. Weiß. Sprich mit dem Rat. Okay. Und wo sprechen wir am besten mit dem Rat? Natürlich über die Hotline.
Okay, nochmal nachschauen. Ist schon eine Weile her. Naja, so lange auch wieder nicht, dass wir die Story durchgezockt haben. Oh, grandios. Eins meiner liebsten Spiele auf jeden Fall. Was die Story angeht, gigantisch. Ich liebe sowas. Eine Wahnsinnsgeschichte. Okay, dann wollen wir mal zur Hotline. Ich sag dir, das war unmöglich, einfach ein Zug. Ich denke, wir kommen. Kommt Marsha wohl zurück? Passt gar nicht zu ihr, eine Krise, aber das nicht stimmt. Tougher als Marshall geht's kaum. Wann kommt Marshall wohl zurück? Wo ist Marshall hin? Und warum ist sie weg? Okay. Ist das etwa schon der Anfang? Jesse Faden, Direktorin des Federal Bureau of Control. Ich kann's nicht ganz glauben. Aber du kanntest immer die Richtung. Ja. Wahnsinn. Okay, ich glaube hier lang geht's zur Hotline. Ja, genau, das sehe ich doch schon im Glaskasten. Auch wenn es ein Traum war. Ich habe das Gefühl, Darling wollte mich über die Hotline erreichen. Ich glaube, er und Trench werden nicht die einzigen Anrufer aus dem Jenseits bleiben. Ein Problem im Fundament. Das war doch Artis Urlaubsziel. Das müssen wir uns ansehen. Oha, stimmt, Arti, der Hausmeister. Der hat uns ja ein paar Tätigkeiten überlassen und ist dann in den Urlaub gegangen. Und genau dort soll es jetzt Probleme geben. Und vor allem gewaltige Probleme offensichtlich, denn der Rat hat ein bisschen Druck gemacht, was das angeht. Eieieiei. Okay. Dann sehen wir uns das mal an. Ich muss nur erstmal wieder zurückfinden. Okay, das funktioniert dann noch ganz gut, aber ich weiß nicht, ob mir die ganzen Wege noch so geläufig sind. Wie gesagt, ein kleines bisschen ist das schon her. Seien Sie vorsichtig da draußen, Direktorin. Bin ich doch immer. Schnellreise. So, mal sehen, ob sich da irgendetwas Neues aufgetan hat. Oha. Fundament. Dunkel, still, transdimensional. Dieser Ort passt wirklich zu Arti. Ja. Nicht kartografierter Bereich. Oha. Das dürfte interessant werden. Und was ist das? Eine Tür in dem Steinblock. Na, da bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Oha. Keine Zeit für Sightseeing. Laut dem Rat ist das ein Notfall. Oh ja. Das hat er zumindest durchblicken lassen. Okay, ein neues Areal. Das Fundament. Wir scheinen jetzt also unter dem ältesten Haus zu sein. Mal sehen, was sich hier auftut, was wir hier finden. Eins kann ich schon mit Sicherheit sagen, es wird nichts Gutes sein. Okay. Telekinese, das beherrsche ich noch. Ist wohl schon länger niemand mehr gewesen. Wo
Boah, da oben, die Stalaktiten haben aufgeleuchtet, als ich hochgeschaut habe. Kann ich die mit Telekinese abreißen und dann in meine Feinde pflocken? Geil. Wenn ich dran denke, versuche ich das mal. Mit Sicherheit geht das. Und was war das eben für ein Geräusch? Was ist das hier? Klingt wie Verschiebungen. Amelie könnte sich hier unten richtig austoben. Ja, und wie wir gerade gesehen haben, es sind Verschiebungen. Mein Leben war ziemlich seltsam. Zumindest seltsamer als mir lieb ist. Aber dieser Ort ist etwas Besonderes. Die Böden zucken, die Wände zappeln, wie eine Wimmelgrube. Von der Straße aus ist es nur ein ödes Gebäude, das die Passanten sehen könnten. Tun sie aber nicht. Wie ist uns das entgangen? Northmore. Der amtierende Direktor Northmore kommt mit dem Zug aus Washington. Er will antworten. Weshalb mache ich diese Aufnahmen? Sie beweisen, dass ich zumindest verstehen will. Vater hat sein ganzes Leben lang nach so etwas gesucht. Und wir finden es eine Woche nach seinem Tod. Er hat Ironie immer gehasst. Natürlich wäre Vater, der große Direktor Ash, als erster reingegangen. Aber ich, sein Sohn, ein Bücherwurm, der Forschungsleiter, dessen Beine so sehr zittern, dass er kaum die Schwelle übertreten kann. Die sind noch im Auftrag von Northmore hier gewesen. Northmore war doch der Direktor vor Director Trench. Vor Zachariah Trench. Das heißt, was auch immer hier unten passiert ist, es muss schon einige Jahre her sein. Ich bin wirklich gespannt. Was wird sich hier für eine Story auftun? Eieieiei. Okay, dann sehen wir uns das Ganze mal von oben an. Okay, das kann ich noch nicht knacken. Was kommt da noch? Bekomme ich in dem DLC eine neue Fähigkeit zu den bereits existierenden Fähigkeiten, die ich mir erworben habe, meine Gabe, durch dieses Wesen, das sich in meinem Kopf eingenistet hat? Jesse Faden, hat das ihr Fundament. Den... Untergrund des ältesten Hauses. Ich hörte erst vom Fundament, als ich Einsatzleiterin wurde. Der Untergrund des ältesten Hauses. Zugang nur für Direktoren. Der Name allein ist streng vertraulich. Zachariah führte mich am Tag meiner Beförderung herum. Ich sollte es selbst sehen, um zu verstehen. Danach schlich ich mich ab und zu allein hinunter, um ein Auge darauf zu haben und auf sie. Aber nichts veränderte sich, nicht mal die Wände. Es ist stabil, permanent, anders als der Rest des Hauses. Natürlich haben sie mich immer beobachtet. Ich blieb nie lang. Ich bin nicht dumm. Ich muss verhindern, dass das Zischen es findet. Nur ich kann das schaffen. Zischen aufhalten. Oh, schon? Wie kommt sie in die Hotline? Außer... sie ist tot. Gott, sie wirkt auf mich wie eine Frau, die alles überleben kann. Oh Mann, die gleiche Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Marshall? Erscheint in der Hotline oder über die Hotline? Ist die tot? Was zum Geier ist passiert? Was ist hier vorgefallen? Und vor allem, sie hat gesagt... um einen Blick auf sie zu werfen. Und sie beobachten sie. Also, von wem hat sie geredet? Nicht mal das Zischen darf zu ihr oder zu sie. Keine Ahnung.
Was für Geheimnisse verbergen sich hier unten? Dass nur der Direktor oder die Direktoren bisher runter durften. Abgesehen von wenigen Auserwählten. Oh, Feinde, die machen wir platt. Nun ja. Erstmal platt machen wir. So, Freunde. Ist nicht. So, was wollte ich sagen? Genau. Jesse ist ja jetzt auch Direktorin, das heißt, sie hat definitiv alle Befugnisse. Nicht nur, weil sie jetzt Direktorin ist, sondern weil sie vom Rat erwählt wurde. Und von diesem, der Rat nochmal, oh Gott, sind das viele Fragezeichen. Oh ja, da haben wir einiges zu tun. Uiuiuiui. Der Rat ist quasi das älteste Wesen, das etwas, das seit Anbeginn der Zeit in diesem Haus innewohnt oder als Basis auserkoren hat. Es ist wohl gut gesinnt, es hält eine gewisse Neutralität zwischen den Menschen und sich selbst, was auch immer es ist. Aber es agiert mit uns zusammen und darüber kann ich nicht fliegen. So hoch vermag ich es nicht zu schweben. Naja, wir werden einen anderen Weg finden. Vielleicht kommen wir ja darüber wieder zurück. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir brauchen erst eine Stärkung unserer Gabe. Wer weiß. Erstmal sehen, was sich in diesem hellen Raum aufhält. Feinde, so viel ist klar. Ja. Ist nicht, Freunde. Jesse Faden ist jetzt hier. Und wir haben das Sagen. Jawohl, den Kontrollpunkt erstmal eingenommen. Das ist wichtig für Schnellreisen und falls wir draufgehen, damit wir hier wieder spawnen. Naja, Jesse geht ja nicht drauf. Sie wird vom Rad herausgenommen und hier neu materialisiert, nennen wir es so. Oha, da sollte ich nicht runterfallen. Das grelle Nichts. Diese Struktur, ist das die Astralebene? Wie ist das möglich? Das ist schlimmer, als ich dachte. Ich muss wissen, was hier los ist. Ja, Untersuchungssektor, wichtige Ziele. Ach, das kriegen die alleine hin. Da muss ich jetzt nicht wieder nach oben ins älteste Haus. Das schaffen die schon. Ja, ein paar von denen sind ganz gut. Wir bleiben hier, denn wie Jesse gerade gesagt hat, was ist hier los? Die Astralebene? Wir sind doch nicht in der Astralebene, oder doch? Über Kunst und Zeit. Zuerst hielt ich die Höhlenmalereien im Fundament für Chroniken uralter Begegnungen zwischen Menschen und natürlichen meteorologischen Phänomenen. Doch schon bald wurde mir klar, dass die dargestellten Ereignisse weit über durchschnittliche menschliche Erfahrungen hinausgingen. Außerdem habe ich mich auch beim Alter getäuscht. Der Radiokarbon-Methode zufolge bin ich schon länger hier unten als die Materialien. Das ist jedoch absurd. Der Stil und das Medium lassen eindeutig auf altsteinzeitlichen Ursprung schließen. Ich wollte schon schlussfolgern, dass eine uralte Gemeinschaft von Menschen im oder in der Umgebung des ältesten Hauses gelebt hat. Diese neue Information wirft jedoch viele weitere Fragen auf. Stammen die Materialien von einem unserer Agenten? Oder ist hier unten noch jemand? Dieser Ort verfälscht auch gerne meine Resultate. Also könnten die Daten korrumpiert worden sein. Oder vielleicht sind einige Materialien in anderen Epochen entstanden. Die Kunstwerke scheinen nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart und möglicherweise sogar die Zukunft abzubilden.
Ich kann Echos des Rats erkennen, eine lineare Architektur und sogar etwas, das einem Direktor gleicht. Erzählen die Materialien eine Geschichte, die gerade geschrieben wird? Und wenn ja, wer schreibt sie auf? Oha, es wird zunehmend interessanter. Artefakte, ein Ambiente aus einer längst vergessenen Zeit. Bevor das älteste Haus existierte, was ja offensichtlich seit Anbeginn der Zeit existiert. Immer am gleichen Ort, wenn auch nicht in derselben Dimension. Und jetzt das. Oha, was passiert hier? Au! Aber echt? Was waren das denn für Neandertaler? Feldforschung über Zischerwesen. Beschleunigter Agent. Vertraulich. Zusammenfassung. Beschleunigte Agenten haben die parautilitarische Fähigkeit, kurze Distanzen schnell zu überwinden. Diese Fähigkeit ist insofern einzigartig, dass sie mit keinem bekannten Objekt der Macht in Verbindung steht. Wir sollten die Möglichkeit, dass diese Fähigkeit die Variation eines Objekts ist, nicht völlig außer Betracht lassen. Der plötzliche Standortwechsel, PSW, könnte zum Beispiel potenziell eine Abwandlung der Wirkungsweise der Jukebox sein. Andere Erklärungen für die Fähigkeit beschleunigter Agenten umfassen momentan a. vorübergehende Zeitmanipulation, b. kurzzeitig erhöhte Geschwindigkeit, c. Behinderung der Sicht von Augenzeugen. Wenn wir annehmen, dass die Fähigkeit der beschleunigten Agenten nicht mit einem bekannten Objekt der Macht in Verbindung steht, dann legen die Zischer entweder einzigartige paranatürliche Fähigkeiten an den Tag oder es gibt Objekte im Haus, von denen wir nichts wissen. Wie dem auch sei. Die Zischer entwickeln weiterhin neue Korruptionsstämme und das ist Anlass zur Sorge. Vollständiger Bericht in Akte. Oh ja. Obwohl der Dia-Projektor inzwischen abgeschaltet ist und das Zischen nicht mehr weiter hier reinkommt, so befinden sich immer noch Zischerwesen oder ein Zischerhirn, etwas, das das alles kontrolliert. Höchstwahrscheinlich immer noch in dieser Ebene, in dieser Dimension, in unserer Welt. Und das müssen wir erstmal beseitigen, besiegen oder auch erstmal finden. Aber viel wichtiger ist die Frage, wo sind wir hier? Was hat es mit diesem Fundament auf sich? Tom, du hast die guten Neuigkeiten verpasst. Es wird sicher bald offiziell angekündigt, aber Northmore hat am Knotenpunkt alle zusammengetrommelt und verkündet, dass wir endlich aus diesem Höllenloch rauskommen und in das eigentliche Haus umziehen. Ein hohes Tier der Behörde hat wohl das Problem mit den Wänden gelöst. Oder zumindest können sie jetzt voraussagen, wann und wo die Verschiebungen stattfinden. Endlich keine Dunkelheit mehr. Keine komischen Mittagspausen mit diesem Ex-Nazi-Wissenschaftler. Und keiner pisst mehr in die Grube. Ja, ich weiß, dass du das warst, Barry. Northmore lässt das Fundament versiegeln, sobald wir unser Zeug rausgeschleppt und Ash zum Mitkommen überredet haben. Er ist der Einzige, der einen Aufstand macht. Ach, das war auch höchste Zeit. Wir haben 11 Männer und Vorräte im Wert von fast $10,000 verloren, um zwischen dem Eingang und dem Fundament hin und her zu laufen. Und wofür? Die Forschung? Ash ist durchgeknallt, wenn er denkt, wir wollen hierbleiben und für ihn weiter Sand sieben. Das sind sowieso nur rostige Eisenspäne. Wusstest du das? Und wir haben die Scheiße eingeatmet. Ja, jetzt ist Schluss damit. Okay. Die ganzen Leute waren also nicht sonderlich begeistert, hier unten tätig gewesen zu sein. Aber ich meine, warum wurde das dann alles so plötzlich aufgegeben? Hier, die ganzen Materialien, die Fahrzeuge. Es steht alles noch hier. Es muss alles schlagartig geendet haben. Ohne dass irgendjemand aufräumen konnte oder dass sie alles wieder wegbringen konnten. Und auch Marshall ist weg. Sie war in der Hotline. Ist sie wirklich tot?
Oder haben wir es jetzt mit einer ganz neuen Form von Überdimensionalem zu tun? Wir werden es rausfinden. Wir werden es definitiv rausfinden. Und das sieht nicht gut aus. Also, ich werde da mal nicht hineingehen. Sofern ich es irgendwie vermeiden kann. Ach, lieber mal hier hoch. Besser. Das sind unheimliche Geysire. Eieiei. Und auch dieser Bodenbelag, dieses Rot. Okay, das ist ja Eisenspäne. Offensichtlich. Haben wir ja gerade gelesen. Aber woher? Okay, gehen wir mal tiefer in die Höhle. Tiefer in das Fundament. Mr. Wilder, ich habe schlechte Neuigkeiten. Erinnern Sie sich an diesen Robert Ricardo, der als spezieller Berater die unteren Höhlen kartografieren sollte? Heute hat er eine Kammer gefunden. Die Wände sind vollständig mit komischen Augen bedeckt. Und in ihrer Mitte steht eine seltsame schwarze Säule. Sieht der Säule am Knotenpunkt ähnlich, ist aber kleiner. Ein Behördenmitglied folgte ihm, doch was immer in dieser Kammer geschah, hat ihn schwer mitgenommen. Die Ärzte sehen ihn sich gerade an, doch die Erkundungstage von Mr. Abenteuer sind ziemlich sicher vorbei. Wir haben zwar sichergestellt, dass der Gute nicht zu viel Außergewöhnliches mitbekommt. Ihn zu betäuben und durch das obere Stockwerk zu tragen, war übrigens ein großer Spaß. Aber wir sollten unsere Richtlinien im Umgang mit externen Dienstleistern wirklich überdenken. Es wäre ehrlich gesagt besser, eine Sonderabteilung im Abseilen und in Orientierungsmarschen auszubilden, als noch mehr Menschen von außen mit dieser Scheiße zu konfrontieren, mit der wir es hier zu tun haben. Die meisten von ihnen sterben oder drehen durch. Marcus. Oh fuck. Die meisten von ihnen sterben oder drehen durch. Na, happy birthday. Okay, wird wohl Zeit, dass sich Jesse Faden diesem Problem einmal annimmt, nicht? Hoffentlich. Die Astralebene schiebt sich in unsere Dimension. Was, wenn das oben auch passiert? Das würde die Behörde zerstören. Oh krass, die Astralebene schiebt sich in unsere Dimension. Das klingt übel. Was hat Jesse gerade gesagt? Das würde die Behörde zerstören. Okay, eine Verschiebung, eine Verflechtung der Dimensionen offensichtlich. Wow. Okay, das DLC nimmt außerordentlich krasse Formen an. Scheiße, er ist wieder da. Au. Der ist ganz schön hartnäckig. Jetzt aber. Stirb. Meine Fresse. Oh, das war knapp. Naja, aber ich hab's überlebt.
wünschte, Emily wäre hier. Ich könnte jetzt meine Forschungsleiterin echt gebrauchen. Ja, Emily Pope. Für alle, die neu eingeschaltet haben, Emily Pope ist die Kollegin, mit der wir uns am Anfang in dem Büro, am Schreibtisch oder an dem Tisch unterhalten haben. Das ist Emily Pope. Marshall! Sie leben! Okay, da hinten ist gerade jemand entlang gelaufen. Halt! Ich bin's, Jessie! Die Direktorin! War das wirklich Marshall? Und wenn sie noch lebt, ist sie dann noch Marshall? Aber wie kommt sie dann in die Hotline? Ach Gott, verdammt, ich bin jetzt schon voll drin in der Story. Wahnsinn! Ich muss wissen, wie es weitergeht. Wow, das ist ja riesig. Marshall? Hören Sie mich? Sie war in der Hotline, also kann das nicht Marshall gewesen sein, oder? Ein Problem nach dem anderen. Erstmal sehen, was mit dieser Säule los ist. Sie spricht das aus, was ich auch denke. Ein Problem nach dem anderen. Und die gleiche Frage, die sie sich gestellt hat, habe ich gerade auch schon gestellt. Oder beziehungsweise formuliert. Aber Wahnsinn. Der Knotenpunkt. Ja, das scheint noch ein wichtiger Ort zu werden oder zu sein. Ich weiß es nicht. Oh, was ist das? Über das Wesen der Säule. Die Säule, die am Knotenpunkt gefunden wurde, lässt sich am besten als Onyx-Zacke beschreiben, die wie ein imposanter Stalagmit aus dem Höhlenboden ragt. Trotz der aggressiven Silhouette strahlt das Gebilde eine unbestreitbare Anziehungskraft aus. Freud könnte bestimmt eine Menge über die übermäßig erregierte Gestalt der Säule sagen, doch ich halte mich eher an Whitmores Ausführungen über dynamische Ebenen, Strukturen innerhalb von Strukturen und den Fraktalspiegel aller Wesen. Aufgrund ihres besonderen Standorts halte ich die Säule entweder für das Herz des ältesten Hauses oder für einen Fremdkörper in eben diesem. Oder vielleicht ist sie die Hülle eines Samens, aus dem das älteste Haus erwachsen ist. Trottier schreibt, dass großartige Architektur nicht gebaut wird, sondern wächst. Warum unterscheidet sich die Säule dann so von den restlichen Betonwänden und Felshüllen dieses Ortes? Es ist logischer, sie als Anomalie anzusehen, als vergrabenes Artefakt, als Fremdkörper oder dämonischen Phallus. Ich frage mich, ob diese Säule hier willkommener ist als wir. Okay. Das ist es wohl. Und wie mir scheint, ist dort ein Dimensionstor oder ein Portal. Aber Gemach, eins nach dem anderen. Vor 5 Tagen haben wir das Gebäude erstmals betreten. Das Durchqueren des Inneren ist gefährlich, wegen der Verschiebung. Aber wir haben eine untere Höhle gefunden, die strukturell berechenbar ist, wie es scheint. Was für Laien so viel heißt wie, die Wände zerquetschen uns nicht im Schlaf. Northmoor hat sogar eine Entdeckung gemacht. Eine Pistole auf einem Steinpodest vor dieser seltsamen schwarzen Säule. Fast wie aus dem Märchen, außer dass Helden eigentlich Schwerter finden, keine Schusswaffen. Aber sie ist der perfekte Köder für jemanden wie ihn. Ein paar Stunden nach seinem Waffenfund trieb Northmoor mich plötzlich in die Ecke und murmelte wie im Wahn, dass der Rat ihn zum Direktor gemacht habe. Er schwadronierte, der Titel sei bisher bedeutungslos gewesen, nannte Vater und all die anderen Direktoren Scharlatane, Betrüger oder Schlimmeres. Ich denke, dieser Ort ist für Northmoor noch schlimmer als für mich. Das Allerseltsamste? Es stand vor ein paar Tagen noch kein Podest vor dieser Säule. Dieses Gebäude hat Dutzende meiner Leute verschluckt und verteilt jetzt Geschenke? Treibt es eine Art Spiel? Wenn dem so ist, verlieren wir gerade. Gott, wir kennen ja nicht mal die Regeln. Wow!
Das ist die Waffe, die ich gerade in der Hand halte. Das ist meine Waffe, die von Northmore an Trench weitergegeben wurde und von Trench zu mir. So kam die Waffe also ins älteste Haus. Erfahren wir in diesem DLC vielleicht die Anfänge zwischen dem Rat und der Menschheit? Wahnsinn, also. Boah, ich bin echt gespannt. Das wird noch eine extrem interessante Story. Leute, bleibt dabei. Feldforschung an Astralwesen, Astralkopie, vertraulich. Zusammenfassung. Da die Astralebene jetzt zugänglich ist, konnten wir eine Menge neuer Informationen über die Wesen namens Astralkopien sammeln. Die Körper der Kopien bestehen aus einem dichten, steinähnlichen Material. Es ist unter kontrollierten Bedingungen widerstandsfähig, wird aber unter beträchtlicher Krafteinwirkung mürbe. Ausführliche Materialanalyse in Bericht 8-11-1633. Ob die Astralkopien ein eigenes Bewusstsein besitzen oder von einer höheren Intelligenz wie dem Rat kontrolliert werden, ist unklar. Die allgemeine Aggression scheint jedoch auf ein gemeinsames Ziel hinzudeuten. Da Direktorin Faden auf diese Wesen trifft, wenn sie Objekte der Macht in der Astralebene an sich bindet, kann man darauf schließen, dass sie für potenzielle Parautilitarier als lebende Übungsziele dienen. Einige setzen Waffen der Behörde ein, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie von unserem Personal ausgerüstet wurden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie gegen die Korruption durch das Zischen immun zu sein scheinen.